Ist beendet, wir kommen genau richtig. 0 beide. Erster Satz, Aufschlag Martina Hingis. Spitzentennis. Ja, auf diesen Ball werden wir häufiger. Ja. Weltklasse Doppelspielerin Martina Hingis. Und auch dieser Doppelfehler, der kommt in dieser Phase nicht überraschend.
6 Spielgewinne in Folge. Gut. Auf der Linie. Im Spiel, das ist auch dringend notwendig. Klasse Ballwechsel. Beim Rückstand von 3:5 ist noch alles drin für Martina Hingis, die diesen Satz mit Sicherheit nicht einfach so laufen lassen wird. Da kommt sie nicht ran. Diesen Stoppball, der von der Idee ja gar nicht schlecht war, aber in der Ausführung mehr als mangelhaft. Auf der Linie. Weiter, weiter. Und da geht der Satz an Anke Huber. Martina Hingis sicherlich ein bisschen irritiert, weil es eine Zuschauerreaktion gab, nachdem man meinen könnte, der
Vorhandbällen, die zweimal an die Netzkante gingen und dann ins eigene Feld zurückfielen. Ist gut, der war sehr schwierig. Von der persönlichen Entwicklung ab. 4:3 Aufschlag Martina Hingis. Ah. Und strategischer Übersicht. Spielball zum 5:3. Drei Netzangriffe, alle drei Erfolg. Zwei Matchbälle für... Der Ball ist im Aus und Martina Hingis gewinnt ihr erstes WTA-Turnier. Nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 36 Minuten mit 6:2, 3:6 und 6:3. Freude bei Mutter Melanie und Damir Keritic und ganz große Freude natürlich bei